Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute eine Frage zur Bodenablaufgröße. Da werden demnächst auch einige Blogs hochgeladen, wo Sie dann sehen, wie gut das funktioniert. Bodenablauf 160 mit Skimmer 110. Hallo Martin, du empfiehlst immer öfter 160 mm Bodenabläufe. Ich plane derzeit meinen neuen Teich, der später 40 bis 45 Kubikmeter haben soll. Soll ich lieber auf 2x160er Bodenablauf plus 1x110er Skimmer gehen oder lieber 4x110er Bodenablauf plus 1x110er Skimmer? Man liest in der Theorie öfters, dass der Skimmer dann nicht mehr richtig ziehen soll. PS, wann ist der nächste Teichberatungstag? Mit freundlichen Grüßen. Timo, fangen wir mit der letzten Frage an. Der nächste Teichberatungstag ist noch nicht festgelegt, aber der Termin wird demnächst bekannt gegeben. So, mit den Bodenabläufen ist ganz einfach. Wenn ich mir die Teiche anschaue, dann haben die in der Regel irgendeine Form, aber ich habe ja hier meinen Flipchart. Jetzt muss ich nur gucken. Ich muss eben nur schauen, ob das drauf ist oder ob ich die Kamera kurz ein bisschen verändern muss. Dann sehen Sie das. Ja, die muss ich verändern. Große Flipchart. So, scharf ist es auch. So, mal ganz einfach, dumm gesprochen, die ideale Teichform ist kreisrund. Wenn du so eine Kreisform hast, dann würde ich dir nicht mal zwei 160er Bodenabläufe empfehlen, sondern ich würde dir in der Mitte ein 200er. Das ist jetzt nicht ganz die Mitte. So, warum? Weil der Schmutz immer dann, wenn er den Boden berührt, tendiert er ins Zentrum einer Kreisströmung. Viele Leute gehen aber dann her bei solchen Formen und machen sowas. Hier ein 100er, hier ein 100er, hier ein 100er und hier ein 100er. Das ist Quatsch, das bringt nichts. Der Schmutz würde nur durch Zufall hier hereinkommen, weil wenn er mal den Boden berührt hat, würde er von der Strömung mitgerissen und würde ins Zentrum der Kreisströmung tendieren. Also, immer gucken, die Bodenabläufe müssen im Zentrum einer Kreisströmung sein, ansonsten sind sie nicht ganz nutzlos, aber ihre Effizienz, was die Schmutzaufnahme angeht, sinkt dadurch deutlich. Wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich nur kurz eine Sekunde, bin wieder perfekt vorbereitet. Wenn du jetzt beispielsweise eine Teichform hast wie eine 8, das funktioniert auch gut, so. Wenn du jetzt eine Teichform hast, wie eine, oder sagen wir mal eine Nierenform, eine große, sowas hier, ja, dann, die sind relativ schwierig zu durchströmen, dann würde ich zum Beispiel hier in den Bereich und in den Bereich jeweils einen 160er machen. Und dann würde ich die Strömung gegeneinander anlegen, dass sie sich in der Mitte, da wo sie sich treffen, verstärken und auch wieder ins Zentrum. In deinem Fall würdest du dann aber zwei Skimmer brauchen und ich würde da jeweils in der Mitte einen 160er Bodenablauf. Man muss überlegen, ein 160er Bodenablauf ist von der freien Durchströmfläche in etwa wie 200. 110er Bodenablauf, ein 200er Bodenablauf, wie ich vorher gezeigt habe, ist ein Äquivalent wie 400er Bodenabläufe. Also in solchen Fällen sowas. Wenn ich dann aber wieder Teiche sehe, dass dann anstatt 260er Bodenabläufe dann hier noch einer ist und hier noch einer, das bringt nichts. Und jeder, der mal mit einem großen Bodenablauf gearbeitet hat, der wird auch sehr schnell merken, dass die Bodenabläufe nicht nur sehr effizient sind, sondern durch das, dass in der Mitte der Kreisströmung das Wasser heftig angezogen wird, beginnt hier ein richtiger Strudel. Und der Strudel sorgt auch dafür, dass die Strömung noch effizienter verläuft, dass ich also eine stärkere Strömung im Teich habe und dass dadurch auch der Schmutzabtransport, also dann, wenn der Schmutz auf den Boden gelangt, dass der noch effizienter zum Zentrum der Kreisströmung angezogen wird oder sich ins Zentrum der Kreisströmung bewegt. Also von daher würde ich das auf jeden Fall so empfehlen. Wir haben jetzt einen Teich, den werde ich demnächst vorstellen. Ich muss nachher mal gucken, dass ich was finde, was besser putzt. Das ist ja eine Sauerei hier, aber wir haben doch auch Alkohol. Sehen Sie, es fehlt an nichts. Es ist alles zu Hause. So, Ali hat seinen Teich gebaut. Den kennen Sie ja. Das ist der Kumpel von Arthur. Und das sind die Jungs mit der Strömungsplatte. Arthur hat einen Teich. Das ist im Prinzip ein großes Oval. Ungefähr so. Hier vorne hat er eine Glasscheibe drin. Und er hat wirklich in die Mitte einen 200er Bodenablauf gemacht. Und ich habe ihm prophezeit. Und er hat hier alle Rückleitung, drei Stück vom Filter kommt oder vier sogar, kommen an einer Stelle, blasen hier runter. Hier hat er in der Mitte einen 200er Bodenablauf, irgendwo hier hat er noch einen Skimmer. Und das hat zur Folge, ich habe ihm das gesagt, wenn er das System in Gang bringt, wenn er es anschmeißt und die Pumpe auf Volllast hat, er hat die Oase Aquamax Titanium, dass es dann in der Mitte über dem Bodenablauf, dass es Wasser so einen Kegel bekommt. So stark ist nämlich dann der Sog in der Mitte.
Und er war letzt hier am Teichberatungstag, auch zusammen mit Arthur und mit Stefan. Und dann hat er mir erzählt, das ist unglaublich, wenn er irgendwas füttert. Der Schmutz geht wirklich am Boden. Der Kot bewegt sich sofort aufs Zentrum der Kreisströmung hin. Und sein Teich ist wirklich picobello sauber. Und auch hier würden die meisten hergehen und würden irgendwie wild im Teich 4 Bodenabläufe verteilen. Und das bringt im Prinzip nichts, sondern kann mitunter auch einen vernünftigen Strömungsaufbau behindern und dafür sorgen, dass das, was ich eigentlich an Strömung bekommen würde durch meine Rückleitung, auch noch mitunter gebremst wird. So, also, ich kann dir dazu nur empfehlen, mach 260 Bodenabläufe, 1 Skimmer, und wenn der Skimmer nicht zieht, klar, du musst an deine 160 Bodenabläufe, solltest du auch irgendwie die Möglichkeit haben, abzuschiebern, also dass du sie dann etwas reduzierst. Wenn du keine Schieber drin hast, dann könntest du nachher in der Filterkammer die 160, da wo es rauskommt, auf 125 reduzieren. Nein, dann hätte man nicht gleich die ganze Leitung in 125 legen können. Das würde keinen Sinn machen. Sondern wenn man im Filter nur reduziert, dann habe ich dort einen Widerstand, der zu überbrücken ist. Und da wird man sehen, da wird es wahrscheinlich schon reichen, wenn man etwas reduziert, dass dann der Skimmer schon läuft. Also, wie war dein Name? Timo. Ich würde es so machen. Ich würde lieber auf weniger große Bodenabläufe gehen, als auf viele 110er. Aber wie gesagt, der Block demnächst, wo alles System, wie es baut, vorgestellt wird, der kommt in Kürze. Danke für Ihr Interesse, machen Sie es gut und bis zum nächsten Block. Ciao.